Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier spricht Max Niesner aus Sausenheim und Neuleiningen. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich. Was wir tun können, ist begrenzt. Nicht nur jetzt, sondern ehrlicherweise immer. Aber, ja, momentan ganz besonders. So viel ist klar, auch in Zeiten, in denen uns eigentlich alle Türen offen stehen. Im Leben kann es immer anders kommen als geplant. Im Moment wird das vielleicht vielen Menschen schmerzlich bewusst. Manchen fehlen die Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. Anderen bricht die finanzielle Lebensgrundlage weg. Sie wissen vielleicht nicht, wie es weitergehen kann. Viele müssen sogar ihr Leben lassen. Heute ist Karfreitag, der Tag, an dem wir vor allem an das Leiden und Sterben Jesu denken. Das Leiden und Sterben, das uns Menschen alle erlösen will. Kar, dieses Wort kennt heute kaum mehr jemand. Es bedeutet so viel wie Klage oder Kummer. Die Karwoche, die am letzten Sonntag bereits begonnen hat, ist in diesem Jahr für viele Menschen voll von Klage und Kummer. Auch hier in Grünstadt ist Kummer und Schmerz und die Schrecken einer Pandemie sind vor Ort langsam hart zu spüren. Ich spüre in diesen Tagen ganz besonders, wie meine Grenzen enger werden und wie kurz doch meine Sicht ist, auf ganz neue Weise. Ich spüre meine Ohnmacht und mein verlorenes Zutrauen, jetzt ganz anders, ganz persönlich. Dieses traurige Lied mit dem Namen »Meine engen Grenzen«, das hier im Hintergrund läuft, das liegt mir in diesen Tagen häufig in den Ohren. Besonders heute, am Karfreitag. Lasst uns beten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, ich rufe Tag und Nacht, und nur Schweigen scheint mich zu umgeben. Mein Gott, bleib nicht auf Abstand, sei mir immer ein Stück näher, als die Not es ist. Amen. Gott ist mit uns, auch heute am Karfreitag. Bleib behütet vom Segen des Herrn. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.